der Mini Cooper SE, ein vollelektrischer Mini. Wir sind heute bei Müller Dynamik in Trier. Neben mir steht der Alan. Hallo Alan. Hi Sandra, grüß dich. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Was genau machst du hier? Du hast schon angedeutet, du bist noch nicht allzu lange hier. Für was bist du zuständig? Was sind so deine Aufgabengebiete? Und ja, stell dich mal vor. Ja, Alan Zabinski mein Name. Ich bin seit 2 Monaten für Mini hier am Standort Trier zuständig im Verkauf für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge. Bin schon seit 13 Jahren bei der Müller-Gruppe. Vorher schon mit euch Kontakt gehabt bei anderen Videos für Skoda. Und jetzt suche ich neue Herausforderungen hier bei Mini. Und wir haben ein Angebot für den Mini Cooper SE. Halt's mal in die Kamera. Genau, wir haben unseren Mini Cooper SE in der Classic Trim Version mit Premium Paket für 33.490 Euro. Das entspricht einem Nachlass von 4.670. Das ist der Einstiegspreis für unser Mini vollelektrisches Modell. Super, dann schauen wir uns das Fahrzeug mal genauer an. Wir haben schon eine richtig coole Optik. Ich hatte noch nie bei Mini gedreht, bin ja ein kleiner Mini-Fan. Die Formen und die Farben finde ich immer ganz, ganz cool. Was gibt es denn hier Besonderes zu entdecken? Bei dem Mini SE, wir gehen gerade einfach mal zu der Front. Und zwar der Mini SE hat das Besondere, dieses S in Gelb. Daran erkennt man direkt, dass er voll elektrisch ist. Die Front entspricht weitestgehend dem normalen Mini S-Modell, dem Cooper S. Und bei den elektrischen, wie gesagt, immer in Gelb. Die ganze Front ist relativ clean, wie man es von den Elektrofahrzeugen so kennt. Das heißt, der Aerodynamik ist da ja noch mal ein bisschen was getan. Und das ist der erste und einzige vollelektrische Mini? Das ist aktuell unser einziger vollelektrischer Mini, korrekt. Mhm. Und wie ist die Reichweite aktuell angegeben? Zwischen 200 und 230 Kilometer. Mhm. Okay. Und Verbrauchswerte bzw. Ladezeiten und PS-Zahl, kannst du da auch was sagen? Ja, der Mini Cooper SE hat 184 PS bei einem Drehmoment von 270 Newtonmeter und die sind immer da, Abstand. Na, das ist halt das Coole beim Elektrofahrzeug. Vielleicht drehen wir gleich nochmal eine Runde, dann zeige ich euch das einfach mal. Und vom Verbrauch her liegt so circa bei 15 Kilowattstunden, hängt natürlich immer ein bisschen vom rechten Fuß ab. Aber den kann man schon sehr sparsam fahren, da er auch eine ganz, ganz coole Rekuperation hat. Auch ein One-Pedal-Drive hat er mit dabei. Genau. Also, der geht gut, vermute ich mal. Der geht schon richtig gut. Also, Go-Kart-Feeling ist hier schon angesagt, ja. Ja, das ist immer das Spannende bei Elektrofahrzeugen. Da tritt man aufs Gas und es geht direkt steil. Genau, da muss man am besten schon Kopf an die Kopfstütze dran pressen, damit man sich nicht den Nacken prellt, ja. Und wir haben hier einen Dreitürer, das heißt Fahrer, Beifahrer und Kofferraum. Korrekt. Also, der Mini Cooper ist immer der Dreitürer. Den SE gibt es aktuell auch nur in der Dreitürer. Variante. Allerdings wird Mini in den nächsten Jahren noch ganz, ganz viel elektrisch auf den Markt bringen. Und da wird es auch 5-Türer-Varianten geben. Öffne doch mal den Kofferraum, damit wir da mal schauen können, ob man da auch eine Kaste Sprudel unterbringen kann. Oh ja, also zwei Kästen passen auf jeden Fall rein. Selbstverständlich. Wir haben hier ein Kofferraumvolumen von 211 Liter, beziehungsweise wenn man die Rücksitze umklappt. Ich zeige es euch einfach mal. So, dann haben wir ein Volumen von fast 731 Liter. Na, da passt schon ordentlich was rein. Durch das Ablagenpaket haben wir hier auch nochmal den doppelten Boden drin. Sprich, hier unten drunter geht es dann nochmal platzmäßig weiter. Gerade beim Elektro ganz sinnvoll für alle Ladekabelgeschichten. Hier sehen wir gerade den Flexible Charger. Der ist serienmäßig bei jedem Mini dabei, sodass man auch an der Haushaltssteckdose laden kann. Ne? Und Ladezeit? An der Haushaltssteckdose ungefähr 12,5 Stunden, bis er auf 80% ist. An den normalen Ladesäulen mit 11 kW sind wir dann bei 2,5 Stunden und bei der Schnellladefunktion sind wir bei 35 Minuten. Das geht fix. Und du hast noch gesagt, so um die 200 Kilometer kommt man weit. Genau, genau. Also wenn man ganz sparsam fährt, kommt man auch 230 weit. 200 sind auf jeden Fall machbar. Mhm. Ja, das reicht ja für ein paar Trips auf jeden Fall aus. Was gibt es noch von außen? Ah, ein Dach, ein Panoramadach mit Glasscheibe. Ich sehe es nicht so richtig. Genau, wir haben hier das Panoramaschiebedach. Das heißt, der hintere Teil ist das Panorama-Element und der vordere Teil, wie man es hier sieht, lässt sich nochmal öffnen. Gut, dann schauen wir uns das mal von innen an. Setzt du dich am besten rein? Ja. Und erklär mal ein bisschen. So,
Also, wir haben hier direkt mal von vornherein die Ladestandsanzeige. Hängt gerade am Stecker dran, ist voll geladen. Das sehe ich direkt hier in meinem Display. Ich kann das Fahrzeug natürlich hier über den Schalter direkt starten. Das ist auch nochmal die Besonderheit von dem Mini SE. Und zwar ist der Schalter, der normalerweise rot ist, ist bei dem SE immer gelb. Und warum wird jetzt gemeckert, weil eine Tür offen ist? Weil die Tür offen ist, genau. Hat alles mini klassisch mit dem runden Center-Display hier, das auch rundum beleuchtet ist. Ich starte mal gerade nochmal. Das heißt, hier sehen wir gerade schön die Beleuchtung, die sich auch je nachdem, was ich gerade mit dem Fahrzeug mache, anpasst. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Klimatisierung starte, dann sehe ich das auch in meinem Display. Und wenn ich jetzt sage, die Farbe in Türkis gefällt mir nicht, dann kann ich das natürlich an dem Toggle hier oben meiner Stimmung anpassen. Und zwar kann ich das nochmal in helles Blau umswitchen, ein etwas wärmeres Weiß, auch mal in Pink. Sollen wir mal eine Probefahrt machen? Gerne. Weil er hat auch zusätzliche Module eingebaut, dass man ihn auch hört, ne? Damit er nicht komplett lautlos ist. Der hat ein Avis-System, das heißt, die Fußgänger werden natürlich auch noch gewarnt während der Fahrt. So, jetzt befinden wir uns im Innenraum von dem Mini Cooper SE. Die Besonderheit unter dieser Mittelarmlehne zum Beispiel ist, dass wir die induktive Ladestation haben. Hier kann ich mein Handy mit diesem Schieber einklemmen, dann wird es kabellos geladen. Und ich habe keine Kabellage hier drin. Falls ich mein Handy doch mal über Kabel anschließen möchte, zum Beispiel damit ich Apple CarPlay nutzen kann, dann haben wir hier unten die beiden USB-Anschlüsse. Einmal den klassischen USB-A und das neue USB-C. Und du hast auch erwähnt, es gibt eine spezielle App. Genau, es gibt die Mini-App, die zeige ich euch gerne mal. Und zwar kann ich darüber alles über mein Fahrzeug sehen und erfahren. Ich sehe zum Beispiel gerade, dass mit dem Auto alles okay ist. Das Fahrzeug ist geöffnet. Ich habe 100% Akku, kann damit aktuell 185 Kilometer fahren. Ich beziehe die Funktion öffnen, schließen. Ich kann den blinken lassen, hupen lassen, wenn ich ihn mal verloren habe. Und ich kann natürlich auch die Klimatisierung starten. Ist halt ganz praktisch, wenn es draußen kalt ist und ich in meinen vorgewärmten Mini einsteigen möchte. Ich kann natürlich über den Fahrzeugfinder mein Mini immer finden. Das sehe ich dann hier auf der Karte. Natürlich überdecken sich die beiden Punkte jetzt gerade, da wir im Auto sitzen. Genau. Zudem habe ich alle wichtigen Informationen zu meinem Händler. Ich kann direkt anrufen, einen Termin vereinbaren oder wenn ich mal im Urlaub bin, auch einen anderen Händler finden. Über den Mini-Store kann ich jederzeit Upgrades für mein Fahrzeug kaufen und ich sehe alle Infos zu meinem Auto gerade. Sprich das Modell, die Fahrgestellnummer, den aktuellen Kilometerstand und das verbundene Mobilgerät. Das ist ja cool. Also ich kann mein Fahrzeug komplett, auch wenn ich meinen Schlüssel nicht dabei habe, kann ich den auch über die App öffnen. Korrekt, genau. Oder wenn man zum Beispiel abends, wie ich meistens, im Bett liege und mir nicht sicher bin, ob ich mein Fahrzeug abgesperrt habe, dann klicke ich einmal drauf und dann bin ich sicher. Dann ist man safe. Genau. Cool. Ja, mittlerweile ist wirklich alles vernetzt. Muss ich das dann auch noch irgendwie per Kabel verbinden, wenn ich irgendwie im Auto bin? Oder geht das komplett so? Also wenn ich zum Beispiel Musik hören will, oder läuft das alles über Bluetooth? Das geht natürlich alles via Bluetooth. Das heißt, alle Medien, wenn ich ja, mein Handy als Musikgeber nutzen möchte, dann geht das natürlich alles über Bluetooth. Cool. Gut. Sollen wir mal starten? Gerne. Ich lege mal hier den Gang ein, wenn du die Kamera gerade in die richtige Richtung hältst. Wir haben hier nochmal die Besonderheit, eben schon erwähnt, den gelben Startknopf statt rot wie bei allen anderen Minis. Die Klimaautomatik, die tatsächlich ist wie bei den Verbrennermodellen. Wir haben hier nochmal die Besonderheit, dass wir die Rekuperation einstellen können. Das zeige ich euch gleich mal während der Fahrt. Den Parkbutton, wo wir dann auch das assistierte Einparken haben. Das heißt, parallel zur Straße kann der das alles von alleine. Und mir ist aufgefallen, hier hinten sind auch noch Lautsprecher verbaut und das Isofix-System. Das ist für Leute mit Kindern ganz wichtig. Ganz genau. Also natürlich Isofix, der heutige Sicherheitsstandard für Kindersitze, ist auch bei Mini mit an Bord. Und was ich auch noch erwähnen muss, ist hier das Panoramadach. Das ist wirklich Hammer. Es geht sogar bis in die hintere Reihe. Öffnen, schließen und man kann es hier hinten sogar noch abdunkeln, wenn man mal keine Lust auf Sonne hat. Aber das ist ja mal mega Cabrio-Feeling, ne? Ganz genau, so kann man sagen, ja. Heute ist es leider ein bisschen frisch, dass die Sonne trügt. Wir haben den 17. Mai und es gab schon Jahre, da hat man um die Zeit schon heftigst geschwitzt und wir laufen heute noch mit Jacke rum. Aber mal sehen, vielleicht entwickelt sich das Ganze noch ein bisschen besser. Aber jetzt geht's mal los.
Alles klar, Gang ist drin. Wir können starten. Man merkt auch direkt, du hast kurz aufs Gas gedrückt, das zieht direkt an. Was zeigt das Display da vorne jetzt noch an, rechts, die kleine Mini-Grafik? Das hier? Ja. Das ist jetzt mein E-Drive, meine E-Drive-Anzeige. Das heißt, ich sehe jetzt hier, ob ich denn gerade Energie aus dem Akku rausnehme oder ob ich über die sogenannte Rekuperation nochmal Energie zurückbekomme. Das heißt, jetzt aktuell steht hier E-Power, elektrischer Antrieb. Sobald ich jetzt vom Gas runtergehe und in die Rekuperation gehe, steht hier Charge, Batterie wird geladen. Und auf der Anzeige vorne, die vor dir ist, sieht man ganz normal die km/h-Zahl. Er zeigt auch schon an, welche Geschwindigkeit erlaubt ist. Und was wird noch angezeigt? Hier habe ich alle meine wichtigen Daten im Blick. Das heißt, ich sehe einmal den Ersatz für den Drehzahlmesser, wie viel Kraft ich gerade aus dem Akku ziehe oder ob ich gerade rekuperiere. Auf der rechten Seite habe ich meinen Akkuladestand, der ist jetzt aktuell bei 100%. Ich sehe die Außentemperatur, die Uhrzeit, den aktuellen Kilometerstand und die Restreichweite. Super. Und in puncto Sound, wir dürfen ja leider keine Musik spielen, weil YouTube sonst ein bisschen rummeckert. Welches Soundsystem ist denn verbaut? Hier haben wir das Harman und Kardon Soundsystem, also das Premium Soundsystem, das es für den Mini gibt. Also ordentlich Bums, wenn ich das will. Auf jeden Fall. Der hat sogar Subwoofer unter den Sitzen. Kann ich euch jetzt leider aus deinen gesagten Gründen schon nicht zeigen, aber das macht schon ordentlich Spaß beim Fahren. Und da wären wir gerade, wenn man das Ganze wirklich mal hautnah erleben will und auch mal die Musik hören will. Du hast erwähnt, ihr habt Probefahrtwochen. Genau, wir haben den kompletten Mai unsere Mini-Probefahrtwochen. Kommt gerne vorbei, fahrt die Minis Probe. Wir haben für euch eine coole Route zusammengestellt. Ihr kriegt von uns einen Gutschein, wo ihr eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen essen und trinken könnt. Umgekehrt, sorry, Kaffee essen klappt nicht so gut. Genau, habt eine schöne Route, wo es viel zu sehen gibt. Und dann könnt ihr die Mini-Modelle, egal welches es ist, könnt ihr gerne mal in Ruhe testen. Also kann man einfach vorbeikommen oder muss man sich irgendwie anmelden, vorher anrufen? Am besten vorher anrufen oder eine kurze E-Mail schreiben, dann terminieren wir das entsprechend und dann haben wir auch genug Zeit für euch im Petto. So, ich zeige euch mal, wie das mit so einer Beschleunigung bei einem Elektrofahrzeug aussieht. Der Mini hat 270 Newtonmeter mit 184 PS. Das heißt, das habe ich permanent zur Verfügung. Wir stehen jetzt gerade, wenn ich jetzt mal aufs Gas tippe, merkt man schon, da ist ordentlich was dahinter. Sobald ich jetzt zum Gas runtergehe, haben wir die Rekuperation. Das heißt, das Fahrzeug bremst jetzt selbstständig und gewinnt dabei die Abrollenergie als elektrische Energie wieder. Das wird direkt in den Akku eingespeist, der übrigens gerade unter uns ist. Der befindet sich zwischen den Achsen. Bringt so natürlich extrem viel für den niedrigen Schwerpunkt nochmal und das Go-Kart-Feeling wird dadurch nochmal verstärkt. Also von 0 auf 100 in wie viel Sekunden? 7,2. Oh, sportlich. Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Also jeder, der schon mal ein Mini gefahren ist, der weiß, dass die Kisten sowieso Laune machen. Aber so ein Elektro ist nochmal eine gute Schippe drauf. Aktuell habe ich die volle Rekuperation drin. Das heißt, wir haben auch einen One-Pedal-Drive. Ich brauche die Bremse an sich gar nicht zu benutzen, da das Fahrzeug ja direkt bremst. Sobald ich vom Gas gehe, verzögert der bis zum Stand. Das ist so die Fahrweise, die mir persönlich am besten gefällt. Wenn ich natürlich das Ganze jetzt nicht so mag, kann ich über diesen Toggle die Rekuperation ein bisschen abschwächen. Das heißt, wenn ich jetzt vom Gas gehe, bremst der zwar immer noch ein bisschen ab, aber deutlich sachter als in dem Maximalmodus. Und Klimaanlage sehe ich, ist für Beifahrer und Fahrer individuell anpassbar. Ganz genau. Wir haben hier eine 2-Zonen-Klimaautomatik. Das heißt, der Fahrer und der Beifahrer, der eine kann sich in die Sauna setzen, der andere in die Arktis. Das ist alles machbar. Das Ganze ist bei dem SE auch gekoppelt mit einer Wärmepumpe. Das heißt, dass hier der elektrische Verbrauch maximal gedrosselt wird. Gut. Ja, da oben sind noch ein paar Assistenzsysteme für den Notfall eingebaut. Richtig, das ist einmal der SOS-Knopf hier. Das heißt, wenn ich mal ärztliche Hilfe brauche nach einem Unfall oder auch einfach so, dann kann ich über diesen Knopf direkt Hilfe zu meinem Standort bekommen. Das heißt, über GPS wird das Fahrzeug dann auch getrackt. Und so ist gewährleistet, dass ich in einem Notfall auch schnell geholfen bekomme.
Und im Falle eines Unfalls wird dann auch automatisch was gemeldet, wenn das Auto oder der Chip merkt, es ist wirklich was Gravierendes passiert? So sieht's aus. Also in dem Falle, wenn die Crash-Sensoren auslösen oder wenn der Gurtstraffer aktiviert wird oder der Airbag aufgeht, dann setzt das Fahrzeug automatisch einen Notruf ab und dann gibt es sowieso Hilfe. Und wie genau funktioniert das dann, dieser Notrufsender? Weißt du das? Klar. In dem Fahrzeug ist eine integrierte SIM-Karte verbaut, die auch einen separaten Akku hat. Das heißt, über diese SIM-Karte wird dann ein Notruf gerufen. Das Ganze ist europaweit aktiv. Die hat auch überall guten Empfang, weil es ja, muss ja schon gewährleistet sein, dass egal wo ich mich gerade befinde, dass ich da Hilfe bekomme. Und darüber, über diese integrierte SIM-Karte funktioniert es dann. Ja, wir sind in Trier. In welcher Ecke genau? Also wir kommen ja nicht aus Trier, damit die Leute vielleicht genauer wissen, wo ihr euch befindet, wo sich auch Müller Dynamik befindet. Müller Dynamik befindet sich in der Niederkircher Straße 4. Wir sind ja gerade auf der Hauptstraße, der Luxemburger Straße, wo man dann, wie der Name schon sagt, nach Luxemburg fährt. Das ist in der Nähe von Trier-Ehrang. Da findet ihr uns aktuell noch mit BMW, aber da ist schon was Neues in der Planung. Also da können da auf jeden Fall auch gespannt sein, was da noch kommt. So, hier gerade beim Rückwärtsfahren sehen wir schön das Bild von der Rückfahrkamera, die der Mini auch hat. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal das Lenkrad einschlage, dann geht diese grüne Linie natürlich schön mit und die grüne Linie ist auch die komplette Fahrzeugbreite. Wenn ich mich jetzt einem Hindernis näher, ich zeige es euch einfach mal, dann sehen wir hier gleich nochmal diese Kacheln. Die sind jetzt grün, gelb und umso näher ich komme, werden die dann irgendwann rot, so wie wir es gerade kurz gesehen haben. Und dann heißt es, bitte jetzt mal anhalten. Und dieses Licht macht auch alles mit. So. Das heißt, wenn es warnt mich jetzt, ne? Deswegen ist der Ring rot, oder? Und wenn ich, ach so, wenn du meinst du noch, den Ring? Ja, genau, richtig. Der passt sich dann quasi den Parksensoren an. Das heißt, wenn da irgendwas schon nahe ist, flasht der hier rot auf. Ja, rot, klassische Signalfarbe. Immer ein bisschen Obacht. Und du wolltest noch auf das Navi eingehen. Genau, dann gehe ich mal gerade kurz in das Menü und dann switche ich hier mal aufs Navi. So, ich mache mal gerade hier den Splitscreen zu. Dann habe ich hier meine Karte, die mir auch, wenn ich das möchte, meine Route anzeigt. Sorry, einmal die Zielführung. So, wenn ich jetzt hier meine letzten Ziele mal schaue. Ich hatte schon mal geschaut, wie lange wir nach Berlin brauchen. Genau. Jetzt kann ich hier die Route schnell anwählen. So, und jetzt zeigt er mir das direkt an und meldet sich auch gleich, dass wir auf der Route noch mal ein bisschen stoppen müssen, weil der Akku dafür nicht ausreicht. Das habe ich jetzt hier in meinen Routenkriterien drin. Da kann ich natürlich auch Zwischenziele mit angeben und jetzt habt ihr gesehen, Reichweite nicht ausreichend. Dann kann ich direkt Ladestationen suchen. Das heißt, wenn ich jetzt hier draufklicke, zeigt er mir die nächste Ladestation an, die ich dann anfahren sollte, um auch noch mal entspannt weiterfahren zu können. Das macht er aber auch während der Fahrt, oder? Wenn das Auto merkt, es wird knapp, warnt es dann schon, dass man langsam mal in eine Ladezone kommen sollte? Ja klar, wenn der Akku sich dem Ende neigt, dann kommt hier automatisch nochmal ein Hinweis, der sagt, sollten wir denn jetzt laden? Ich schlage dir sogar schon mal ein paar Ladesäulen vor und dann kann man direkt dahin navigieren. Wir sind jetzt wieder zurück im Autohaus, haben eine kleine Runde durch Trier gedreht und jetzt kannst du uns noch zeigen, wie man das Fahrzeug nochmal auflädt. Genau, nach so einer kleinen Runde ist natürlich nicht viel Akku verbraucht. Das heißt, wir gehen jetzt mal gerade hier, wo normalerweise klassisch der Tankdeckel wäre. Durch einmal tippen öffnet sich das direkt. Ich sehe jetzt hier zwei Anschlüsse. Das ist der normale Typ 2 Anschluss, den ich für die Haushaltssteckdose oder auch für die Wallbox nutze. Und unten drunter haben wir den sogenannten Schnellladeanschluss, wo ich dann innerhalb von 35 Minuten wieder auf 80% laden kann, wenn er ganz leer ist. Den stecke ich mal gerade wieder drauf und zeige euch mal, wie das aussieht. Wir haben hier hinter uns unsere Mini Electric Wallbox. Das heißt, hier ziehe ich einfach den Stecker ab, stecke den einmal hier an. Hier habe ich nochmal eine kleine LED, die mir dann zeigt, was er gerade macht. Die fängt jetzt an zu blinken und zeigt mir so, okay, ich werde gerade geladen.
Gut, und du hast schon gesagt, wenn der Stecker noch steckt, fährt das Fahrzeug auch nicht los. Das heißt, es gibt keine Unfallgefahr, falls man vergisst, den Stecker zu ziehen. Gott sei Dank, genau. Also bei der Zapfsäule ist es ja ein bisschen anders. Ne? Und hier kann es auf gar keinen Fall passieren, wenn der Stecker steckt, fährt das Fahrzeug nicht los. Gut, dann schauen wir uns noch die Verbrauchswerte an. Die sind Pflicht und müssen gezeigt werden. Und dann gehen wir nochmal auf den Preis ein und die Leasingangebote. Gerne, genau. Hier haben wir einmal die Verbrauchsangaben. Das heißt klar, A++ ist bei einem Elektroauto sowieso Pflicht. 0 Euro Steuern, 0 CO2-Emissionen. Und hier haben wir nochmal die Verbräuche. 15,5 Kilowattstunden sind angegeben. Ich kann aus Erfahrung sagen, das kriegt man auch ein bisschen sparsamer hin, aber auch ein bisschen höher. Natürlich, wenn man sportlich fährt. Wo ist denn der Angebotszettel? Ja, dann gehen wir da auch noch mal drauf ein. Und du kannst dann auch noch mal erzählen, die Probefahrtwochen, die es aktuell gibt, falls man sich interessiert. Genau, richtig. Also den ganzen Mai noch, auch darüber hinaus, haben wir unsere Probefahrtswochen. Kommt gerne vorbei. Ruft vorher einfach kurz an, macht einen Termin mit uns, dann könnt ihr das Modell eurer Wahl fahren. Wir haben für euch eine Strecke generiert, auf der ihr viel zu sehen bekommt. Ihr kriegt von uns eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen in der Villa Weißhaus spendiert. Und dann habt ihr euch doch hoffentlich in euer Mini verliebt. Das klingt interessant. Und jetzt nochmal der Preis. Wir haben aktuell einen Aktionspreis von 33.490 Euro. Genau, das wäre der Barpreis. Ganz wichtig hierzu zu sagen, hier geht nochmal die Prämie von der BAFA ab. Das heißt, 4.500 Euro werden hier nochmal abgezogen, sodass wir bei einem Preis von 28.990 liegen, die der Mini euch dann kosten würde. Das Ganze gibt es natürlich auch im Leasing. Für unsere Privatkunden aktuell 389 Euro in der Leasingrate über 48 Monate. Und für unsere Gewerbekunden das Ganze für 289 Euro netto. Sehr gut. Guter Preis für ein richtig sportliches Fahrzeug. Ja, gut, ich bin ein bisschen verliebt, aber ich bin Mini-Fan. Und da drüben sehen wir schon mal nochmal die Adresse. Aber wenn ich Kontakt aufnehmen will, was muss ich machen? Am besten die 0651 840 8872 wählen. Dann kommt ihr direkt bei mir raus. Die 80 am Ende für meine Kollegin, die Frau Engel. Und dann gibt es Mini-Feeling. Und eure Webseite? www.müller-auto.com. Super, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Probefahrt und die Vorstellung des Fahrzeugs und wünsche ganz viel Erfolg beim Verkauf. Vielen Dank, hat Spaß gemacht mit euch. Danke.